Ja, ich denke, das Spiel werde ich dann später auf 100% machen. Also wirklich nochmal alles nochmal und alles erjagen und so weiter. Aber auch im Let's Play will ich natürlich mit euch so viele Sachen wie möglich machen, die wirklich interessant sind. So, wir probieren mal den nochmal zu kriegen. Den Bärchen. Weil ich denke, dass wir irgendwas Gutes kriegen. Haben wir hier noch eine Flinte? Sehr schön. Ich denke mal, dass er viel Geld einbringt und dass wir dann auch die Upgrades für... Scheiße, hab ich erschrocken. Bei mir ist das so, das knallt so krass in die Kopfhörer rein. Von der Lautstärke. Dann können wir die Upgrades fürs Pferd machen. Ey, komm, ey, verarsch mich nicht. Was ist das für ein Pferd? Das fällt dir über jeden Stein. Okay. Okay, so, hier oben muss er irgendwo sein. Müssen aber auch auf unsere Muni achten, weil wir haben ja nicht unendlich Munition. Und denkt dran, wer noch nicht zugeguckt hat beim ersten Teil, ihr müsst, um nachzuladen, müsst ihr nochmal schießen drücken. Das ist ein bisschen komisch gemacht. Also schießt, dann drückt ihr nochmal auf Schießen, dann lädt er erst nach. So, häuten wir mal gleich. Ist auch richtig krass gemacht, die Animation. Richtig realistisch. Ah, okay, hier ist es normal gemacht. Zwar nur in der Hauptstory so. Okay, er nimmt auch das Fell mit. Ey, krass. Erstaunen. Anscheinend müssen wir das Fleisch auch mitnehmen, also. Das. Kann man hier als Metzger arbeiten. Erstaunen. Okay. Der ist jetzt auch voller Blut, guck mal. An der Schulter. Richtig krass gemacht. Und das Pferd ist ein bisschen langsamer jetzt. Das ist crazy. Wow, was ist das denn? Oh! Ja, ich hab's zertrampelt. Wartet mal. Was ist das denn für ein Viech? Das ist so realistisch gemacht, das ist der Wahnsinn. Das ist ja krass, Mann, wie realistisch das ist. Was ist das denn? Westliches was? Grauhörnchen. Okay, ich dachte, hier ist unser Bär. Ich guck mal, ob wir zwei tragen können. Ich vermute nein. Jetzt gucken wir mal, ob wir zwei transportieren können. Das arme Pferde. Pferdinventar. Okay, nee, wir können, doch? Ah, okay, alles klar. Also wir können nur eins. Sehr realistisch. Frag mich, wie viel Geld das bringt. Okay, ich würde sagen, wir machen dann weiter. Also jetzt haben wir uns auch ein bisschen besser hier informiert, wie man jagt. Zu Gast bei Freunden. Ja, nehmen wir mal das. Okay, und weiter geht's. Kommen wir hier rum? Ja, ich glaube schon. Richtig gut gemacht, ey. Also echt, Leute, absolute Kampfempfehlung, wer da noch überlegt. Das ist noch viel besser als der erste Teil. Und ich habe keinen einzigen Bug gesehen. Das ist so schön gemacht, das Spiel. Das ist der Wahnsinn. So. Das ist echt sehr schön gemacht. Versuch mal über die Berge eine Abkürzung zu nehmen. Aber ich glaube, das schaffen wir nicht. Nee. Oh, shit! Okay. Also das ist auch nochmal realistischer geworden, finde ich. Mit dem Pferd. Weil das war bei meins ja nicht so. Okay, wir haben alles verloren. Unser Kadaver. Alles. So, wo sind wir? Neuer Tagebucheintrag. Wo ist das Pferd, verdammt nochmal? Ah, da ist es. Okay, das war eine kurze Jagd, aber jetzt wissen wir, wenn du zunimmst oder abnimmst, der Sche Was? Der kann zunehmen und abnehmen? Ey, das Spiel ist einfach nur ein Monster. Okay, nice. Okay, let's go. Wuhu. So, also passt beim Reiten auf. Ich glaube, da ist was oben.
Warte mal. Hier gibt es bestimmt irgendwelche Geheimnisse noch. Gucken wir mal schnell. Was ist das? Ah, das ist ein Falke. Oh, bleib stehen. Easy, easy. Easy. Boom. Oh, das Spiel ist so geil. Also ich werde hier auf jeden Fall viele Stunden reinstecken. Ich habe damals den Einser schon so krass durchgesuchtet. Die Tierkadaver werden euch übrigens wie beim ersten Teil auf der Map angezeigt. Seht ihr ja da. Das ist so eine so Bärenklaue sozusagen. So eine Bärenpfote. Okay, da ist er. Rupfen. Guckt euch das an, das ist doch verrückt. Zack. Federn. Aufheben. Das ist echt sick. Mal mitnehmen. Was halt wichtig ist, also ich denke, dass es hier auch so ist, dass man halt diese Häute hat, damit man dann Taschen hat, die, die euch eben mehr Möglichkeiten halt geben. Ja, also wo ihr dann mehr tragen könnt dadurch. Ja, mehr Platz habt im Inventar. Deswegen lohnt sich das schon ein bisschen zu jagen. Man muss echt hier aufpassen auf die Steine und alles. Da, guck mal, das ist einfach crazy. Das ist schon ein bisschen crazy. Ihr könnt da nicht einfach drüber springen. Habt ihr ja gesehen? Ja, da muss man aufpassen. Also das ist wirklich Realismus pur, Mann. Hier, komm mal. Ja, 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 langsam, langsam, langsam. Krass. Also ich bin echt sprachlos, Mann. Wie krass das Game ist. Übrigens, Leute, fast 200 GB, gell? Also das ist crazy. Zwei CDs sind drin. Man müsste ungefähr 2 Stunden installieren. Ich glaube, das ist das größte Spiel, das ich bis jetzt gesehen habe. Oh, ja komm, da kommen wir schon hoch. Da muss schon hochkommen, komm. Komm, 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 komm. Jawohl. Verdammte Scheiße. Irgendwann stirbt mein Pferd. Okay, jetzt ist glaube ich hin. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Schaut euch das an. Soll ich es töten oder was? Weil da steht töten. Guckt mal, wenn ich mich hier weglehne. Ja, seht ihr das töten? Ja, ich denke, Freunde, uns bleibt nichts anderes übrig. Dann war das ein sehr kurzer Weg, mein Freund. Ja, Walross, okay, dann tut es mir leid. Beenden wir dein Leben. Oh, was war das? Sattel abnehmen. Waffen. Ach, das ist schon tot? Oder was? Das ist schon tot, ich hab's schon getötet. Waffen auf Pferd. Scheiße, Mann, wir müssen den verdammten Sattel mitnehmen. Okay, also das war schade. Schade, schade, schade. Unser erstes Pferd. Und wir? Oh, Mann, ey. Okay, also ihr seht ja, also das ist. Das ist. Sehr, sehr interessant gemacht hier. Ich weiß nicht, es ist zu übertrieben. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ist es realistisch? Also ich finde schon, dass es ziemlich realistisch ist. Vielleicht ein bisschen übertrieben, wie die rutschen. Aber wir können doch jetzt nicht mit dem verdammten Sattel. Wie schnell kann ich mit dem rennen? Alter, verarsch mich nicht. Wie weit ist denn das? Alter Schwede, okay. Ich guck mal, ob wir uns teleportieren können. Alter Schwede, wir sind im Arsch, Leute. Das gibt's nicht, töte mein eigenes Pferd. Ich glaube, wir können nicht teleportieren. Okay, aber mit dem Sattel werde ich jetzt nicht rumrennen hier. Das dauert zu lang. Ja, ich schmeiß ihn ab. Schade, Mann. Da sind unsere ganzen Waffen, alles drin. Boah. Ich frag mich, wie wir das jetzt machen werden. Okay, ich nehme dann die Gnade. Und dann schlagen wir uns einfach durch. Durch die Wildnis.
Wie echte Männer hier in der Wildnis. Okay, let's go. Okay, das ist crazy. Vielleicht nimmt er da noch ein bisschen ab. Weil, so wie ich das verstanden habe, kann man hier nie abnehmen und zunehmen. Wow, was für eine Aussicht. Nice. Also, das Spiel ist einfach, ich weiß nicht, mir fehlen die Worte. Ups. Vorsicht. Ups. Okay. Wartet mal, was passiert, wenn wir eigentlich sterben? Oh, Leute, ich glaube, ich hätte mich einfach töten sollen. Dann wäre vielleicht das Pferd auch respawned. Ich glaube, das war echt ein Fehler. Probiert, wenn euch das passiert, ja, lasst euch einfach töten. Ich versuche mich jetzt einfach mal umzubringen. Ich bin mal gespannt, was noch passiert. Okay, hier ist nichts passiert. Nee. New Hannover. was ist das denn? Boom! Ah, shit, sorry. Ich bin in der Stadt. Das war wahrscheinlich Besitzeigentum von jemandem. Scheiße, wir haben einen Vogel gekillt. Klick. Das wäre ein Vogel. Zack. Und dann kriegt ihr wieder einen neuen Eintrag. Das ist hier Sammelfieber. Schopfwachtel. Da bin ich mal gespannt. Will mal noch eine töten, damit wir dann gucken, ob der Fortschritt dann auf 100% ist. Da war doch noch eine irgendwo. Okay, hier könnte. Kühe! Guckt euch das an. Das ist ein Bauernhof. Untersuchen. Was ist das denn? Ich habe das jetzt einfach untersucht, ohne was zu machen, ohne das zu töten. Gesamtfortschritt 100%. Okay, und was passiert, wenn wir das abknallen? Okay. Hey, ihr habt doch gar nichts gemacht! Ich hab doch noch gar nicht geschossen. Alter! Jetzt gehen die alle auf mich los. Okay, also die haben hier wirklich gute Menschenkenntnisse, die Tiere in dem Spiel. Die wissen ganz genau, was Sache ist. Also legt euch mit denen nicht an. Ich will mal einfach mal so Experiment machen. Was passiert? Okay, ihr könnt es tatsächlich häuten. Ich denke, aufheben kann das nicht. Das ist viel zu groß. Crazy. Okay, der ist sauer auf uns. Alter, was ist das denn? Weg hier! Wir werden verfolgt. Der Bauer ist sauer auf uns. Au! Scheiße! Okay. Ich wollte doch nur ein Experiment machen. Verdammt nochmal. Der hat seine eigenen Kühe erschossen. Ah, nee, okay, sie liegen hier. Wir Geiselnahme hier. Scheiße. Geht sie aus, aber. Okay, wie weit haben wir es noch? Schauen wir das mitzunehmen. Das wird wahrscheinlich ordentlich Geld bringen. Nee, ist zu weit. Okay, wir gehen mal zu dem Typen da am Bauernhof. Also, wir haben keine andere Wahl. Ich denke, wir müssen mal eins von seinen Pferden nehmen. Okay, komm her, Alter. Du willst dich mit mir anlegen? Let's go. Ups. So, wo bist du? Wo ist er? Alter. Das wegen einer Kuh? Okay, Rücken. Ja, jetzt habe ich ihn.
Okay, der ist für seine Kuh gestorben. Schade. Ah, da rennt er. Okay, der ist wieder aufgestanden. Ja, soll er abhauen. Soll er abhauen. So, hat er Pferde? Bei GTA ist leichter. Da nimmst du einfach ein Auto, zack. Und hier, wenn du kein Pferd hast, bist du im Arsch. Ey, der hat keine Pferde, Mann. Wir müssten unser Sattel auch auf die Kuh drauflegen. Das wäre geil, wenn das gehen würde. Okay, der hat tatsächlich keine fucking Pferde. Das gibt's doch nicht. Das ist so realistisch, Leute. Das ist so krank. Okay, so. Wir müssen in die Richtung. Ja, haben wir Pech gehabt. Ich hätte mich töten sollen, damit das Pferd respawnt. Aber gut, jetzt könnt ihr aus meinen Fehlern lernen. Passt auf euer Pferd auf. Ja, was ist das hier? Gänse oder was? War das ein Treffer? Klick. Der passt auch in die Tasche rein. What the fuck? Okay. Sehr viele verschiedene Animationen, wie ihr seht. Unglaublich, ey. Crazy. Harte Arbeit. Fürs Thumbnail, Leute. Schön fürs Thumbnail. Wartet mal. Das ist eine schöne Position. Zack. Und dann die Kamera kurz aus. Oh yes. Okay. Keine Abkürzung. Na komm. Da ist ein Pferd, Mann. Du hast deinen Sattel verloren. Du kannst ihn bei Aufheben oder zu einem beliebigen Stall gehen. Okay, sehr gut. Abbiegung erinnert an Risen 1. Richtig geil gemacht. Okay, ich denke, wir sind jetzt bald endlich in der Zivilisation. Guck mal, hier ist sogar eine Fabrik, glaube ich. Geil. Alter, hört ihr das? Boom. Da gehen wir mal hin. Heavy, heavy. Alter. Wache? Okay, alles klar, ich gehe weg. Ja, alles gut, alles gut. Ich kann mir vorstellen, dass wir auch diese Ölbarone hier alle ausrauben werden dann später im Spiel. Also so in der Geschichte. Ja, die pumpen hier Öl ab, glaube ich. Okay, ich glaube, wir sind fast da. Ja, was? Irgendein Schwein oder irgendwas? Nee. Crazy, da ist einer. Ich will mal gucken, ob wir das Pferd einfach wegnehmen können. Komm, 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 komm. Oder müssen wir den abknallen? Okay, müssen wir halt machen. Die Erledigung solcher Aufgaben kannst du jetzt verehren. Oh nee, das Pferd ist weg.
Okay, wir haben jetzt irgendeine Nebenmission freigeschaltet. Aus Versehen. Oder was? Ein Ring. Wo ist das verdammte Pferd? Ah, guck mal, das sind wilde Pferde. Da ist es, das Pferd. Okay, wir haben ein Pferd. Jetzt hat sich gelohnt. Oh, ich sag euch, ich werde jetzt echt auf das Pferd aufpassen. Ich werde jetzt wirklich aufpassen. Ein Pferdchen. Nein, hier fahren wir garantiert nicht. Ich habe solche Angst vor Steinen, ey. Okay. Sehr schön. Wuhu! Ja, mein Pferd. Anscheinend gibt es hier auch Pferderennen. Es ist unglaublich, was man hier machen kann, Leute. Das ist crazy. Mal gucken. Egal. Crazy. There we go. So, jetzt nehmen wir uns aber ein kleines Souvenir mit, damit wir ein bisschen Geld kriegen in der Stadt. Jetzt haben wir so viel gejagt und nichts bekommen. Just give me a minute, boy. Und man kann das irgendwie auch das Lager aufwerten, habe ich gesehen. Also das ist echt eine krasse Animation, echt heftig. So, verstauen auf Quadrat. Klick. Aufheben. So, jetzt wird Nacht. Zack. Okay, let's go. Ab in die Stadt. Okay, ich reite lieber hier nicht, dass ich wieder vom Pferd falle. So, hier war was. Was ist das? Wer nicht ohne Sünde ist. Okay, dann schauen wir da mal hin. Was los? Was los mit dir? Hä? Gebissen. Scheiße, der ist gebissen. Gift aussaugen, Arznei geben. Okay, komm, Gift aussaugen. Keep this between us. Das war's? You saved my life. I owe you. Got that right. Okay. Das ging ja leicht.